Heute gebe ich euch einen kleinen Einblick in unseren feinen Potluck mit leckeren Speisen von lieben Menschen hergestellt. Ja, ich gehe jetzt einfach mal mit meiner Kamera hier darüber und zeige euch, was auf unseren Tellern und in unseren Schüsseln liegt. Das hier sind Gurkenscheiben mit Avocado und Spirulina, so in Nips- und Streuselform. Das sind sehr reife Ananasstücke. Die beste Ananas in meinen Augen findet ihr bei Jurassic Fruit. Dann haben wir so eine Art frutarische Birke mit Gurke, Tomate, getrocknete Tomate, Mango und Basilikum. Dann gibt es noch eine Variante ohne Mango, dafür mit Dattel. Und hier nochmal Gurken mit Avocado-Stücken und Meeresalgenflocken. Und ja, die besten Hass-Avocados und dieser Algenmix, den findet ihr auch bei Jurassic Fruit. Dann haben wir ganz, ganz tolle Melone. Das sind ganz große Melonen, ungefähr 10 Kilo. Und ihr seht auch schwarze Kerne und die sind wirklich sehr, sehr köstlich. Hier ein Salat aus Möhre, Tomate, Gurke, Mais, Champignons, Salz, Pfeffer und einem mediterranen Gewürz. Dann sind hier Litchis, Kasse. Das sind Rettichsprossen bzw. Rettichmikrogrün. Jetzt gehe ich mal hier weiter. Ich tanze nämlich hier gerade auf den Stühlen rum. Das ist Mikrogrün, was wir gerade ziehen. Rucola, Rettich, Rotkohl und Mizuna. Einiges kann noch wachsen, einiges könnte auch schon geerntet werden, wie zum Beispiel hier Rucola. Dann haben wir hier Chlorella-Presslinge einfach und hier gefüllte Datteln. Das sind verschiedene Dattelsorten und die sind einfach mit einer veganen Frischkäsecreme gefüllt. Das ist eine Mandelcreme, gibt es im Bioladen. Und da habe ich einfach ein bisschen Vanille und Chili hinzugefügt. Dann haben wir hier ein wunderbares Hummus, wirklich sehr, sehr verträglich hergestellt, liebe Anna. Genau, ja, das ist Hummus aus angekeimten und gedämpften Kichererbsen. Da ist noch drin Sesam, also es sind einmal das Grundrezept und einmal mit Curry. Und da ist drin Pfeffer, Zitrone, noch drin? Knoblauch. Knoblauch, genau. Und in dem Rezept ist einfach noch Curry mit dran, genau. Mhm. Ja, das Besondere an dem Hummus, es gibt ja die gekochte Variante und dann die Rohkostvariante. Und das ist ja so ein Mix, ne? Kichererbsen angekeimt und dann noch gedämpft. Und das ist genau. Sehr, sehr verträglich. Dann ist es einfach, also finde ich, verträglicher. Mhm. Genau. Dankeschön. Dann haben wir hier noch Melonen, auch reife Melonen. Und das ist hier einfach nur eine Kokosmilch, auch aus Kokosraspeln, auch selbst gemacht, ne? Nee, das ist also frischen Kokosnuss. Haben wir gemixt, Kokosnuss mit Wasser gemixt und dann abgeseilt. Nussmilchbeutel, genau. Jetzt kommen wir jetzt zu einem ganz speziellen Rezept. Das ist ein ganz großer Mixbehälter. Ja, diese Flüssigkeit, das ist eine Kokossuppe mit diesem rohen Gemüse. Und ich lasse jetzt mal den Kreierer hier zu Wort kommen. Aus was ist das hergestellt? Das sind zwei Kokosnüsse. Pro Liter Wasser nimmt man quasi eine Kokosnuss. Mhm. Dann sind da drin 8 Datteln, Deglenur. Dann zwei Knoblauchzehen, eine halbe rote Chili, eine frische diesmal. Man kann auch diese getrockneten Thai-Chilis nehmen. Da muss man selber spielen, wie scharf man es verträgt. Dann habe ich rein 10 Kaffee-Limettenblätter. Wenn die Strunke breiter sind, dann mache ich die vorher aus. Und so einen Daumendick ungefähr Ingwer. Und das wird dann gemixt, ne? Zuerst ganz wichtig, das Wasser zusammen mit der Kokosnuss, das dann abseilen im Nussmilchbeutel und dann die Milch wieder rein, die restlichen Zutaten dazu und das wird dann durchgemixt. Ah, das ist wirklich sehr lecker, das hast du schon vor Jahren bei unseren Rohkost-Potlucks in Leipzig gemacht. Das war mein erster Gehversuch, ich mache was Rohes, genau. Genau, und ist sehr gut angekommen. Und zu dieser, ja, zu dieser Kokosflüssigkeit, sozusagen zu dieser Suppe, gibt es dann dieses rohe Gemüse. Das sind Möhren, das ist so Frühlingszwiebel auch, Blumenkohl und, nee, nicht Möhren, Tomaten meine ich. Cherry-Tomaten. Cherry-Tomaten, genau, Blumenkohl, Pilze und dieses Lauchzwiebeln. Lauchzwiebeln und Koriander. Hier kommt noch Koriander dazu. Genau, und das mischt man einfach, dieses rohe Gemüse, diese Kokossuppe und das Koriander. Und das ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Rezept. Jetzt gehen wir hier noch weiter. Gibt es noch ein bisschen Grün, das ist Rucola. Hier noch geraspelte Gurke mit Rettich, Mikrogrün und hier einfach Salat und Gurke.